Hallo Schlingel und willkommen zu einer neuen Runde von New World. Gut, wir machen weiter. Wir sind jetzt Level 33. So wie wir letztens aufgehört haben, da habe ich nichts gemacht. Okay, let's go. Also ich spiele auf dem Server Jupiter, Region Mitteleuropa und auf Spielen jetzt. Ne? Wir spielen auf Jupiter, genau. Okay, gut. Wie gesagt, die Musik, die ist einfach nur geil am Anfang. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich sage, die ist geil. Okay, also soweit habe ich gestern noch so weiter, was heißt weitergespielt, also ohne Commentary, aber wie gesagt, ich dachte mir, komm, ich mach mal nicht allzu viel Commentary. Ich habe mir so gedacht, dass ihr vielleicht meine Stimme nicht hören möchtet und einfach nur Gameplay anschaut. Dieses Mal werde ich dann mit Commentary die ganze Zeit einfach nur labern, irgendetwas, keine Ahnung, maximale Markenanzahl erreicht, Achtung. Oh mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Meine Güte, okay. Also, wir sind hier stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Ich habe es einfach ausgemacht und fertig, aber hey, ich weiß es nicht mehr. Das sind die Fraktionen. Das Allergeilste ist, ich bin doch dieser komischen grünen Fraktion beigetreten, ne, gestern. Ich wusste gar nicht, dass man levelt, beziehungsweise questet diese Fraktionsquest und dann kann man beitreten. Ich bin einfach dabei getreten, der Mordeure oder Morodeure, keine Ahnung, whatever. Auf jeden Fall, das ist so ein grüner Haken, nicht grüner Haken, so ein grüner Icon. Da bin ich jetzt drin. Egal. Gut, ich werde jetzt tatsächlich hier weiter questen und zwar, was ist das denn? Fraktionshandlung, das meine ich. Mist, Alter. Ich habe jetzt, na egal, komm, let's go. Ich mache einfach hier Fraktion, hier das Lilane noch zu Ende, dann haben wir das auch fertig und dann kann ich jederzeit noch rumswitchen. Ja, okay, let's go. Gehen wir hier hin. Ich war doch irgendwo in der Nähe von diesen komischen, hier, von diesen komischen Dingern da, Verderbten, und ich konnte die einfach nicht irgendwie beseitigen. Konnte ich einfach nicht löschen. Das war ganz komisch, Alter. Weiß ich nicht, was das war. Okay. Gut, dann machen wir einfach hier weiter und gut ist so. Vielleicht muss ich das noch freispielen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Mist, jetzt habe ich meine Tasche vergessen auszuleeren und ein paar Sachen zu verkaufen. Ach, egal. Okay, den nehmen wir noch mit. Die Level 30er sind schon geil, Alter. Also, die man bei diesem komischen Winterfest kaufen kann. Empfehle ich euch tatsächlich zu holen. Und so wie ich gestern das soweit ausgerüstet habe. Was habe ich denn da jetzt genommen? Bringt mich das tatsächlich voll voran. Mit Level 30 schon so 2-400er Waffen, das ist schon OP, Alter. Schon richtig OP. OP, OP. Alles durchgelesen, ihr wisst Bescheid. So, was machen wir denn hier? Wir gehen einmal hier hin zu der 4 und rocken das. Bevor wir das machen, erstmal einen Baum fällen. Für die gute Gewohnheit, wisst ihr Bescheid. Machen wir das ready to go. Ich habe mal mein Mikrofon ein bisschen lauter gestellt. Ich weiß nicht, ich habe mir gestern das Gameplay angeguckt, also das Live-Gameplay. Ich glaube, da war ein bisschen leise. Ne? Ansonsten in die Kommentare bitte schreiben, wenn es zu laut ist oder nicht passt. Müsst ihr mir schreiben oder hier im Chat, wenn ihr mal vielleicht schaut und live dabei seid. Einfach schreiben, damit ich dann das umändern kann. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Wir gehen hier ab, wir zöpfchen gerade. Hier wird verkauft. Kein Plan, was verkauft er denn da? Aha, das sind ab Level 60 die ganzen Sachen. Na ja, gut. Die bekommt er wahrscheinlich gar nicht verkauft, ne? Naja. Ich weiß nicht. Irgendwo muss ich die Chatbox ein bisschen weiter hochstellen. Ich glaube, komplett oben in die Ecke. So, Moment. Ich mach mal kurz. Nicht wundern. Ich bin zwar noch da, aber ihr hört wahrscheinlich jetzt im Hintergrund nichts. Die Chatbox hier ein bisschen weiter hoch. Ich denke mal, das passt soweit.
Ich glaube, ich lasse da so hier komplett oben. Ja, wenn jemand chattet, oben links ist die Chatbox, da kann man das auch noch nachlesen alles. Finde ich ein bisschen angenehmer, wenn es live ist. Okay, so, jetzt sind wir wieder da. So. Das ist so. Okay, das passt soweit. Gut, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Bei der 4, ne? Genau. Die machen wir jetzt fertig. Ja, das ist aber genau bei den ganzen komischen Verderbten jetzt, ne? Ah, ich muss Bergpuma kaputt machen. Ja, jetzt soll gerne. Ich kenne dich schon auswendig, mein Junge. So, sofort häuten. Also immer zerlegen die ganzen Viecher. Weil da bekommt hier, wie ihr seht, Rohleder und dunkles Fleisch. Und das könnt ihr später verarbeiten. Fettreiche Puma-Leber. Lecker Schmecker. Das war jetzt nur einmal oder? Nee, was brauche ich denn noch? Erbeute ein Widderhorn. Was ist ein Widderhorn? Let's go, Allah. Ist das so ein Verderbter hier oder was? Oh, 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 oh. Chill. Sofort blocken. Sofort. Hä? Was will er von mir? Hä? Hä? Was? Entschuldigung, was war das denn? Das war einfach ein One-Hit. Was macht denn so ein Vieh hier in diesem Gebiet? Ja, was war das denn? Entschuldigung? Hä? Was für Belohnungen gehen verloren? Was habe ich denn getan? Mir hat einfach jemand einen Kopfnuss gegeben und ich bin down gegangen. What? Empfohlene Stufe 55? Was macht das denn in diesem Gebiet? 25er Gebiet, woher sollte ich das denn wissen? Naja, egal. Da wisst ihr Bescheid. Also Leute, geht nicht nach dahin, ihr werdet einfach one-shotted. Richtig unfair, Alter, sowas. Sowas macht man nicht. Gut. Erstmal einen Baum fällen. Alte Gewohnheit. Okay. Ja gut, das ist jetzt so eine Sache. Ich verstehe nur nicht, oh cool, Weichholzbaumharz. Warum das jetzt einfach so hier gespawnt ist? Das gibt's doch gar nicht. Ja, toll. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch nicht mal blocken müssen. Habe ich meine Beute jetzt da verloren oder was ist denn da passiert? Muss ich da noch irgendwie hingehen? Verstehe ich nicht, meine lieben Freunde. Das verstehe ich einfach nicht. So. Ich muss mal ganz kurz was schauen hier im Hintergrund. Okay. Nicht wundern, wenn ich wieder... Aber ihr könnt zugucken, wie ich hier die Bäume fälle. So, fällen. Ich muss hier ganz kurz was abhören. Kommt die... So, Moment. So. Kennt doch selber, wie es ist. Ein bisschen WhatsApp schauen. Okay, let's go. Let's go. Ach ja. So. Einen Moment bitte. Ich bin gleich wieder da, meine lieben Freunde. So, jetzt bin ich wieder da. Sorry. Aber es war was Wichtiges. Ich müsste was abhören. WhatsApp und so. Aber ich will schon was, wie es ist. Ja, gut. So. Ja, gut. Das war jetzt hier eine Vorführung von Holzfällerei. Wisst Bescheid, wie es funktioniert. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Ah, nee. Oh, cool. Was ist das? Das ist ein Pferd? Ah, das ist ein Reh.
Ja, was ist denn hier? Muss ich... Ah, hier ist der. Jetzt soll gern. Jetzt kommt mir ein Horn ausgewachsener Gedöns. Gut, das haben wir. Jetzt geben wir das aber auch ab hier. Aber ruckzuck hier. Nur man muss schauen, wohin wir jetzt laufen müssen. In diese Richtung ist schon mal richtig so. Aber den nehme ich auf jeden Fall auch noch mit diesem Bergboomer. Jetzt soll gern. Let's go. Ja, dann greif doch mal an, ey. Was ist mit hier? Will er nicht, ey. Naja. Sofort häuten. Ist es wichtig, dass man diese ganzen Tiere zerlegt, denn ihr levelt eure Fertigkeiten. Wie gesagt, Spuren lesen und häuten auf Stufe 67 schon gebracht. Einfach nur jedes Mal häuten und dann habt ihr das hinter euch. Schwarzer Widder, let's go. Diesen schwarzen wieder auch häuten. Ruckzuck. Dann noch Patronen dazu bekommen. Rohleder. Spurenlesen aufgewertet. Läuft. Am besten so viel wie möglich mitnehmen. Hier ist irgendwo Eisenerz in der Nähe. Da oben auf der Karte. Seht ihr das? Hä? Wo ist denn das? Oh! Hier ist irgendwo ein Riss. Guckt mal. Das nehmen wir mit, aber ich weiß nicht, wohin das jetzt... Ja doch, das lohnt sich. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Man kann das für die Geschenke eintauschen. Diese Splitter sind schon OP. Ja, was für ein Glück habe ich denn jetzt gerade gehabt? In der letzten Folge hatten wir das auch gehabt. Dann ist es auch irgendwo gedroppt und jetzt ist es auch gedroppt. Und da ist auch noch was, guckt mal. So viele tolle Sachen. Was mich aber auch so ein bisschen so irgendwie so stutzig macht, dass man hier nicht schwimmen kann. So. Dass man einfach so stumpf unten im Wasser rumläuft. Wie so, keine Ahnung, wie so ein Taucher, ey. So, kann man hier hoch, ja. Oh, ich hoffe, ich kann das abhauen. Jawohl, Allah. Seelenzacke, das heißt Level 50 Bergbau. So wie ich das in Erinnerung habe, genau. Und das habe ich euch in der letzten Folge auch noch erklärt. Am besten auf Level 50 bringen. Wie gesagt, ich bin auch nicht der Beste und, keine Ahnung, nicht der Pro von diesem Spiel. Aber was ich gelernt habe, viele Sachen muss man auf Level 50 bringen. Damit ihr hier schön vorankommt im Spiel. Och nee, da ist jemand. Der soll mal abhauen. Was ist das denn hier? Ey, es gehört alles mir. Hallo. Ich chatte mal mit dem. Ich versuche mal. Ich troll mal ein bisschen rum, Leute. Ich troll ein bisschen rum. Nur ein bisschen. Ich troll. Oh, das ist PvP. Ist alles meins. Weg hier. Hallo, das gehört alles mir. Please. It's all mine. Hast du gehört? Ey. Entschuldigung. Also seien Sie mal bitte hier ein bisschen freundlicher. Okay. Say hi to YouTube, my friend. And please don't be angry here, okay? Okay, my friend. Okay. Okay, meine lieben Freunde. Ich hab gesehen, der hat es wenigstens gehört. Ja, jetzt ist alles weg. Toll. Ich habe nur. Ah, da hinten ist noch so ein Stückchen. Kann man mitnehmen? Das kann ich wahrscheinlich nicht mitnehmen. Genau, Level. Aber Level 100 Erntearbeit, Leute. Ich würde mich aber auch wundern, wenn die mit deinem reden, ne? Das ist ja. Ja, gut, dann weiß ich wahrscheinlich auch nicht so. So voll verloren und so. Nein, was soll ich sagen? So. Weißes Kaninchen, gib mir dein Leder. So. Da laufen wir jetzt mal nach dahin. Geben das ab. Denn ich glaube, ich brauche das Ding hier. Azotstab. Und das habe ich leider noch nicht. Also ich habe es halt freigeschaltet, aber ich glaube, das muss man halt mit dem Oha, das ist ja Marsch der Welt. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich glaube, ich muss das leveln. Ich muss doch tatsächlich zu der 1 laufen, denn ich mache die 5 hier. Das letzte Versteck. Und ja, ich lasse mich... ich weiß nicht. Ich lasse mich jetzt nicht so zu sehr ablenken. Ich glaube, ich muss erstmal die Quest machen. Dann kann ich diese ganzen Sachen bereinigen. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Ich habe mit einem hier so random... Hier, genau. Das haben wir bereinigt. Also...
den Endboss dort kaputt gemacht. Da konnte ich das halt nicht bereinigen, weil ich diesen komischen Stab nicht hatte. Alles für einen Katz, ey. Alles für umsonst. Einfach für umsonst. Okay. Ja gut. Ich muss das. Das ist so eine Krankheit. Ich muss das kurz fällen. Sonst kann ich nicht in Ruhe hier spielen. Hä? Okay, so. Danke, lieber Baum. Für die Blumen. Danke. Nee. Okay. Die Steine kann man... Manche so Felsbröckchen kann man gar nicht abbauen. Das sieht so aus, als ob man abbauen kann, aber kann man irgendwie nicht. Ganz komisch, ey. Verlorenes Geschenk. Da die Seite. So, schaut mal unten. Einmal auf die XP-Leiste, also ganz unten. Allein nur durch das nehmen. Haben wir 618 EP bekommen, Alter. Krass. Einfach nur 618. Das Kaninchen getötet. Passt auf, 2 EP. Wenn wir es häuten, wir häuten das Kaninchen. 10 EP dazu. Und plus noch Ressourcen. Und plus Spuren lesen und häuten aufgelevelt. Versteht ihr es? Ihr müsst das alles machen. Wie gesagt, ihr macht nur Plus damit, ne? Also. Hallo hinter der Mauer. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Okay. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Ciao. Ja gut, wir haben wahrscheinlich gar keinen Bock. Wahrscheinlich AFK. Denkt sich ja, was ist das für ein Spaß? Naja, gut. Ein Kaninchen gehäutet. Was müssen wir denn jetzt hier machen? So, wir müssen einmal nach dahin. Ich empfehle auch, einfach mal alle Nebenquests anzunehmen. Dann habt ihr es auch hinter euch. Da ist ein Baum, brauche ich nicht. Ich glaube... Ich muss aufpassen auf mein Gewicht hier im Spiel. Ja gut, im Real Life auch, aber trotzdem. Hä? Oh, das sieht so hässlich aus hier, ne? Das ist so in Rot und so, das mag ich gar nicht. Da fühle ich mich so unwohl in dieser Gegend. Was muss ich denn hier machen, Mann? Wo bin ich denn hier? Ach Quatsch, ich muss ja gar nicht mal nach dahin. Okay, manchmal bin ich wohl verpeilt, ey. Gut, jetzt habe ich was aufgedeckt hier. Das muss ich jetzt hier erledigen. Ja, kein Plan, ob das jetzt unten oder oben ist. Die drei Sammle Knochenproben von Anwächtern. Aha. So, let's go. So, meine Freunde. So, wait, so. Ich bin sofort wieder da. Es klingelt, Moment. So, sorry, ich bin wieder da, meine lieben Freunde. Ja, das ist kurz vorm Heiligabend, da kommt öfters Besuch. So, ich hoffe, da habt ihr Verständnis für, wenn nicht, dann müssen wir uns halt fetzen, ne? So richtig fetzen. So, Moment, 2 von 3, ich muss ja noch einen Knochen hier sammeln. Let's go, hier ist noch einer, ja, jait. So, den machen wir noch fertig. Sternschuppenschildwache, so, da geht er down. Haben wir noch einen Drop bekommen von dem, nice. Ja komm, den nehmen wir auch noch mit. Hä, ich muss trotzdem da noch was kaputt machen? Was muss ich denn da kaputt machen? Hä, wieso ist er bei mir als Quest angezeigt? Naja. Also nochmal für euch, ich skille mich als ein Tank. Ich möchte ein Tank werden. Als ein, ja ich sag mal so, Damage-Dealer-Tank. Deswegen habe ich als Sekundär dieses Großschwert.
Hier, wie gesagt, Großschwert. Oha, das Ding geht ja. Was kostet das denn, wenn ich das repariere? Moment. Ah, 4 Ersatzteile. Oha, wieso so viel? 25 Gold. Ja, nee, das ist aber ein bisschen teuer hier, ne? Naja, egal. Was machen wir denn hier? Muss ich denn hier runterspringen? Was passiert denn hier, wenn ich jetzt runterspringe? Egal, komm. Hä? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich bin fast down gegangen, Alter. Muss das so sein? Dann essen wir was Feines hier. Ja, und nun? Hä? Ah, das ist so, schaut mal. Ah, das Coole ist, ihr könnt euch hier so hinlegen, ne? Das ist cool. So, könnt ihr hier drunter kriechen, dann nehmt ihr das mit. Dreitige Fasern. Hier zum Beispiel müsst ihr springen, damit euch das nicht erwischt. So. Dann legt ihr euch hier wieder hin. Das ist auf Y, wenn ihr es nicht verändert habt. Dann kriecht ihr hier runter. Das ist aber schon cool gemacht, oder? Da geht ihr hier durch. Könnt gucken, was da ist. Ich denke, wir müssen hier entlang. Aber, ja, ich versuche einmal hier was zu gucken. Ja, genau, das meine ich ja. Das sind meistens solche Kisten versteckt. Kisten der Ahnen. Erstmal schön mitsnacken. Reines Lösungsmittel. Naja, ob man das braucht. Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Hä? Entschuldigung. Hä, was war das denn? Ja, das war jetzt ein bisschen. Hä? Okay, ich muss jetzt aber aufpassen. Hä? Ich will doch nicht mehr liegen. So, wir werden jetzt einmal hier so runtergehen. Nee. So, runterspringen. Ah, Mist. Ich gehe gleich down. Ich darf nicht down gehen. Ich muss kurz was einmal hier nehmen. Nehmen wir einmal den kleinen hier. Auf die 6 habe ich jetzt. Das war jetzt nur einer. Ja gut, das war ja gar nichts hier. Das war ja nichts. Nehmen wir das auch noch mit. Okay, let's go. Ja, dann für diejenigen, die es einfach nicht wissen, was man da machen muss, ne? Ihr könnt einfach hier kriechen. Guckt mal. Oh nee, hä? Also, ey, was ist das denn? Man kann hier nicht kriechen. Das sah doch so aus, dass man da drunter kriechen kann. Naja, egal. Da muss ich jetzt schon wieder einen Heiltrank nehmen. Mann. Naja, gut. Dann nehmen wir Heiltrank. So. Heiltrank Stufe 3. So einen Seelenwächterkiste. Das nehmen wir. Runenverzierter Griff. Kann man hier noch was nehmen? Ne, kann man nicht mehr nehmen. Dann gehen wir hier wieder raus. Schnellreise, wohin auch immer. Okay, meine lieben Freunde. Wir schauen kurz, was hier abgeht. Auf mein Handy, also, damit ihr wisst. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Hin- und Herlaufen. Was soll ich denn jetzt machen? Also, ich habe jetzt was angenommen. Das sind jetzt die Sachen, die ich aufdecken muss. Ich habe jetzt nicht so viel sonderlich Lust, jedes Mal so hin und her zu latschen. Aber naja, was willst du machen, ey? Wir geben das erstmal hier ab. Springen runter, saftig. Was ich aber auch wirklich nicht verstehe. Und zwar diese Questreihe. Das zeige ich euch sofort. Hier auf der Map kann man das gut sehen. Und zwar hier diese Quest. Gesalzene Erde. Vergifte den Boden im Ebenholzsteinbruch. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich habe einmal vergiftet und da kann ich nicht mehr weitermachen. Ganz komisch. Ich weiß es einfach nicht. Dort steht einfach nur im Tagebuch ansehen. Da kann ich euch mal kurz zeigen. Wo ist das denn? Nein, das ist es nicht. Hier, gesalzene Erde. Vergifte die Erde in der Ebenholzsteinhöhle und dem Ebenholzsteinbruch und töte dabei für Thekla Petrovski so viele Verderbte wie möglich. Keine Ahnung, ich habe vergiftet, dann hatte ich einfach kein Gift mehr und ich komme hier einfach nicht weiter.
Vergifte den Boden im Ebenholzsteinbruch. Geht nicht. Dann sprich mit Thekla Petrovski. So weit komme ich nicht. Keine Ahnung. Wenn ihr wisst, was man da machen muss, sagt mir bitte. Ich weiß nicht, wie man diese Quest abschließt. Und einmal das hier. Des einen Grubenarbeiters Leid. Also des einen Grubenarbeitendes. Was glaube ich für eine Scheiße? So nochmal. Des einen Grubenarbeiters Leid. So, da komme ich auch nicht voran. Und zwar finde die verlassene Gebietsabdeckung und schürfe dort. Ja, ich habe einmal geschürft und fertig. Dann verschwindet das und ich komme nicht mehr weiter. Ganz komisch. Finde die verlassene Gebietsabdeckung und schürfe dort. Also, New World, des einen Grubenarbeiters Leid. Komme ich nicht weiter, ich weiß es nicht. Egal, wenn ihr diese zwei Quests, wenn ihr wisst, was man da machen muss, sagt mir bitte Bescheid. Ansonsten, keine Ahnung, muss es leider offen stehen. Ich weiß es leider nicht, was man da machen muss. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige hier, der das nicht weiß, aber ja. So. Ah, das ist die coole Angelstelle. Das ist ja geil hier. Geil, geil. Einfach mal zwischendurch mal haken. Macht man nichts falsch. Ja gut, das dauert aber auch immer so Ewigkeit, ne? Oh cool, Weichholzbaumharz ergattert. Nice, nice, nice. Na ja, komm, das nehme ich auch noch mit hier. Was ich aber auch nicht verstehe, zum Beispiel Eventaufgabe. Diese Eventaufgabe, ewiger Winter. Das verstehe ich. Ich weiß nicht, was das ist, was man da machen muss. Finde und beende den ewigen Winter des Winterkrieges in Tiefe Schlucht, Lichtholz, Ebenmaß, Edenhain oder der Schwefelsandwüste und hole seine Hagelspitzen als Beweis des Sieges. Sprich mit der Winterwanderer. Das ist ja klar, aber ich weiß nicht, wo diese ganzen Gebiete sind, obwohl das hier für Stufe 15 eingestuft ist. Ich weiß es einfach nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Finde die Eklaven des ewigen Winters, des Winterkriegs, Winterkriegers und sammle seine Hagelspitzen als Beweis für den Sieg über die eisige Bedrohung. Ja Leute, keine Ahnung, Alter, ich weiß es einfach nicht. Hier haben wir einen Level 60er. Den gebe ich jetzt eine Kopfnuss. Nein, wir sagen Hallo. Hallo, Skogan OG, wie geht's dir? Okay. Ach, ich glaube, viele, oder, keine Ahnung, die denken sich auch, ach komm, lass mich in Ruhe, ich will spielen. Oh, Dieter! Ich weiß nicht, warum die nicht reden, wahrscheinlich haben die gar keinen Bock. Ey. Ja, aber viele sind ja aber auch nicht deutsch, ne, so ist es ja nicht, ne. Fight to weh. Naja, how way. Haupthandlungen. Irgendwann kann ich doch. Ja, ich komme ja immer näher. Was machen wir denn jetzt? Leute, bevor wir hier tatsächlich soweit diese Quest weitermachen, machen wir so. Was sagt ihr dazu? Also, ich denke mal, dass wir hier hochgehen. Ne, nehmen das hier an. Ich hoffe, dass das leitet uns nicht hier irgendwo, ne, in die ewige Verdämmnis, ihr wisst schon, was ich meine. Wir gehen hier und wir arbeiten uns einmal hier von oben nach unten durch. Wenn wir dann hier angekommen sind, gehe ich dann diese Quests machen, weil ich möchte gerne hier alles mitnehmen. Es sind halt Nebengeschichten, aber ja, ich würde gerne das hier alles clearen. Ja gut, abgesehen von diesen zwei Quests schaffe ich nicht, weil ich weiß nicht, wie man die macht, ey. Kein Plan, voll verbuggt, ey. Naja gut, vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich zu dumm dafür, aber ich denke, die sind verbuggt. Ich saß ja gestern, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, ein bisschen öfter, ein bisschen länger da dran. Hi. Einfach mal Hallo sagen. Hi OG, wie geht's dir? Sehr gut, okay. Was ist mit dir?
Ne diyorsun lan? Not Turkey. Sorry. Hello. I'm... Hello, bro. Hi, bro. Hi, bro. Say hi to YouTube. Hey, hey, hey. Hey, YouTube. Welcome. Welcome, my friend. Where are you from, bro? I'm from Germany, my friend. Oh, ich bin Arast. Ich bin Arast. What are you? Do you Arast? Ich bin Arast. Arast. That's I don't know what this means. My name, bro. Ach, your name is Aras. Hi, Aras. Ich bin. Ach, du bist Aras. Okay, nice. Yes, bro. Bad word, Hurensohn. No, it's not fine. I will be striked for this. It's not good. Bad word. Not bad words here, okay? YouTube is very... Sorry. It's okay. You're the first that's talking here. It's nice. Nice to meet you. Me too, bro. Nice to meet you. Okay, that's... I appreciate it. Okay, my friend. I wish you good loot here. Have fun. Ja gut, wenigstens... Jetzt bin ich aber voll durcheinander. Warte mal. Ich wollte hier reisen gehen. Genau, das war das. Ich wollte jetzt hier reisen und Richtung... Oh, cool, er hat jetzt eine Freundschaftsanfrage gesendet. Nehmen wir mal an. Der war jetzt kein Asi. Nee. Leider nicht. Hatte ich in eine PvE-Gruppe eingeladen. Leider nicht. Müssen wir ablehnen. Ja, yeah, my friend, I'm going alone. So sorry, okay? Ja gut, man muss ja auch sagen, dass man auch alleine hier spielen möchte, weil, naja gut, das wäre ein bisschen hier kompliziert, wenn man jetzt miteinander redet und ich vernünftigen Let's Play jetzt bringen möchte. Ist ja nicht schlimm. Der war ja wenigstens korrekt. Ehrenmann. Aber am Anfang, ich habe schon verstanden, was er am Anfang gesagt hat auf Türkisch. Das war nicht so nett. Ich hoffe, ich werde da nicht gestrikt von YouTube, Alter. Ja gut, dieser Stream ist ja auch unter 18, ne? was laber ich? Alter, ich bin gerade so verwirrt. Über 18, über 18. Gut, ist ja nichts für Kinder, okay. Mein Gott, Alter. Auf Nummer sicher, geil, Alter. Puh. Okay, dann werden wir jetzt soweit hier das nehmen. Warte mal, irgendwas muss ich ja annehmen. Das heißt, wo muss ich denn jetzt hin? Oh Leute, das mit diesen ganzen Questmarkern, ne? Hier vorne muss ich jetzt hin. Ja, gut. Da haben wir es. Seelensprost nehmen wir auch gerne mit. Das ist nice. So, nehmen wir mit. Dann, was haben wir hier drinne? Ja gut, die Lootboxen auch immer mitnehmen, meine Freunde. Die Vorratsverstecke oder whatever immer mitnehmen. Das ist einfach so geschenktes Loot für euch. Nehmt immer mit. Immer saftig mitnehmen. So, das hier, dann die Vorratskiste mitnehmen. Und einmal das hier. Ihr seht einfach mal 309 EP für bisschen lesen, Leute. Für bisschen lesen. Krass, oder? Einfach nur krass. Sammle Alchemieflaschen. Ja, machen wir fertig. Ah, mein Gepäck ist gleich full. Mist, komplett full. Das muss ich mal hier gleich leeren gehen. Da, einfach mitnehmen. Macht die Zombies kaputt. Und nehmt einfach dieses Loot mit. Nice. So, was nehmen wir mit? Hat er mir erstmal schlechte Wörter beigebracht. Ich hoffe, YouTube strikt das nicht, Alter. Aber ja, gut, was soll ich denn machen? Da kann ich auch nichts für, ey. Naja, gut. A New World Community, ne? Naja, okay. So, das machen wir mitnehmen hier. Let's go. Den machen wir auch noch kaputt.
Bald Level 34, das ist nice. So, wo sind denn die Flaschen? Noch 3 Stück brauche ich. Ja, die Dornen, ja komm, Dornenstrauch nehmen wir auch mit. So, Dornenstrauch, Knopse, genau. Knospe. Ich muss mal diesen Schwert mal ausprobieren, hier schon lange nicht mehr gemacht. Ja, nicht wundern, also Großschwert möchte ich jetzt noch nicht so weit leveln. Den habe ich jetzt soweit auf Waffenführung. So, habe ich jetzt auf Level nicht. Wo ist das denn? Hä? Da auf Level 7. Ja, den, ich möchte Schwert und Schild erstmal auf 10 bringen und danach level ich Großschwert weiter. So, das machen wir auch hier ready. Seelenspross nehmen wir auch noch mit. Aber schaut mal, schon 65, ne? Also einfach mal ernten. Obwohl ich das so zwischendurch nur mache, ne? Habe ich schon auf Level 65 hier Holzfällerei, ne? Habe ich schon auf 71. Einfach mal zwischendurch machen. Später mit Level 45, wie gesagt, was ich gestern erwähnt habe, also letztens in der letzten Aufnahme, könnt ihr bis 45 soweit leveln, dann schaltet ihr... Ich brauche halt noch eine Tasche, dann kann ich ein bisschen mehr tragen. Bei, genau, 45 habt ihr noch einen Taschenplatz und dann könnt ihr noch mehr tragen als 300. Ich muss mal gucken gleich, ey. Ich brauche ein bisschen mehr Gewicht. Ich hoffe, die Taschen sind nicht allzu teuer dort. Im Handelsposten muss ich mal schauen tatsächlich, was das alles so kostet dort. So, dann geben wir das mal ab. Eigentlich habe ich jetzt voll Bock zu looten, aber irgendwie muss ich ja auch noch questen, ne? Dann besteht einfach komplette Let's Play einfach nur aus Looten. Nice, my friend. Nice, nice, nice. Hast du gut gemacht. Er denkt sich auch, Alter, verpiss dich von hier. Oh mein Gott, ey. Ich bin so manchmal am Trollen, ey. Aber was willst du machen? Sonst ist es ja voll langweilig, wenn du das nicht machst, ey. Hätte mich gar nicht mal verstanden. Aber habt ihr gesehen, hier auf diesem Server, also mitteleuropäischer Server, da spielt einfach jeder. Also komplett jeder. Komplett Europa. Sind jetzt nicht komplett nur Deutsche, ne? Bislang habe ich noch keinen Deutschen hier getroffen, wenn ich ehrlich sein soll. Komplett. Also weiß ich nicht, wo die alle sind. Die haben wahrscheinlich gar keinen Bock hier. Auf Jupiter weiß nicht, wie gesagt. Also. Sehr schwer, Deutsche zu finden. Oder die haben aber gar keinen Bock zu reden, ey. Was ist denn das hier? Oh, cool. Das geht. Oh, geil. Sonnenkriecher? Das kenne ich ja noch nicht hier. Das nehme ich aber safe alles hier mit. Die habe ich ja noch nie gehabt in meinem Sortiment. Sonnenkriecher, let's go. Und den Bau noch hinterher, weil das so geschmeckt hat. Jetzt gehen wir hier in diese Höhle. Und ich hoffe, dass das einfach nicht räudig endet oder räudig ist. Ich glaube, ab 75 können wir hier irgendwas hoffen. Oder? Irgendwas Neues lernen. Hier, das war, glaube ich, nee, Fähigkeiten. Holzfällerei. Nee. Nee, oder? Nee. Ab 100 erst. Wo muss ich denn hin? Ich muss jetzt nach hier. Okay, let's go. Da muss ich jetzt hin. So. Hoffnung in der Flasche. Check mal her. Besiege Verlorene. So. Dann sammle Met aus Truhen. Ah, okay. Das sind dann die hier. Okay. Was aber auch gut ist, Leute. Ihr seht ja so ein paar Nebenquests, ne? Da geht ihr automatisch zu diesen Kisten und die Quests von New World sagen euch, hier farmt das hier. Und ihr bekommt auch noch hinterher die Ressourcen obendrauf. Weil ihr so questen müsst. Versteht, was ich meine? Das finde ich auch cool. Und da sind die Kisten so hier, so markiert. Habt ihr es noch einfacher durch das Questen. Also zu finden. Die Provianskisten und so weiter. Oh, der war gut. Der war gut. Der war nice. Ich habe irgendein Rezept gefunden.
Das muss ich erstmal gucken. Oh, cool. Grillhühnchen. Sofort, aber sofort, Alter. So, let's go. Nächstes öffnen. Manche Seiten habe ich einfach. Ah, ich muss... Das Angelgedöns muss ich auch noch hier machen. Ich wollte diese Sachen verkaufen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Es hat gar keinen Sinn, im Handelsposten da was zu verkaufen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich mach sie einfach alle weg. Ich brauche die ja eh nicht. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Weg. Weg mit dem Schmutz. Alchemiekisten. Boah, den kenne ich ja gar nicht hier. Okay. 46 Marken. Saftig, saftig, saftig. Schmeckt, schmeckt. Schmeckt sehr lecker. Okay. Hier ist so ein Halb-Elite-Monster. Den mache ich auf jeden Fall noch down. Herausforderung, Alter. Gib ihm, ey. Oh, okay. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Was du kannst, kann ich schon lange. Zack. Hä, wo ist der? Ah, da. Ja, von hinten. Let's go. Gib mir das. Ach, starker Trank der Regeneration. Brauche ich nicht. Brauche ich einfach nicht. Reines Lösungsmittel. Für was braucht man das denn? Egal. Den machen wir down. Easy peasy lemon squeezy. So, let's go. Und noch einen hier mal down machen, dann ist gut. Butz, Junge. Ja, Rüstung durchschlagen. Cool, cool, cool. Okay. Das ist dann hier unten. Ja, schaut mal. So langsam kommen wir dem Ziel immer... Oh, ich habe da was fallen lassen. Ich hoffe... Oh, cool. Habe ich vergessen. Was ist denn das? Ach, Muskete. Müll, Alter. Müll. Einfach nur Crap. Das nehmen wir mit. Aber cool, dass ich einen gefunden habe, der redet. Wo war der denn? War der jetzt komplett auf dem Felsen drauf? Boah, ich muss auf jeden Fall einen Taschenslot mir zulegen. Das ist ja ekelhaft so. 300 ist schon ein bisschen wenig, ey, wenn man überlegt. Wenn man so vernünftig farmen möchte, das ist ja wirklich zu wenig. Viel, viel zu wenig, ey. So. Ich muss mal Level 100 hier erreichen. Dann kann ich den nächsten Baum kaputt machen, fällen. 72, let's go. So, das geben wir ab. Haben wir einen Bogen gefunden, was keiner braucht. Oh, jedes Mal dieses... Ich möchte doch keine Nebenquests mehr haben hier. Ja, gehen wir jetzt nach dahin. Scheiß drauf, komm. Den Truthahn machen wir auch noch kaputt. Passt perfekt zu Weihnachten. Besiege Verlorene und der Beute Wein. Aha. So, dann besiegen wir mal die Verlorenen und Weinebeuten. Ist das nicht Fraktions hier Aufgabe oder Quest oder whatever? Ja, Fraktionsquest. Aber die Fraktion kann man jederzeit ändern. Also was heißt jederzeit? Nach 60 Tagen halt. Habe ich da? Ja, eins habe ich. So, Vorratskiste. Oh nee, 240 von 300. Das wird kritisch, Mann. Das wird kritisch, Leute. Ey. Let's go. Zertrümmere das Fass. Wahrscheinlich Gesüff von denen oder so. Was muss ich denn hier machen? Gieß so. Gieß den Trunk in den Brunnen. Okay. Irgendetwas habe ich gemacht, aber keine Ahnung. Oha, wieso bin ich jetzt auf einmal so stark geworden? Der schläft.
Hä, sind die vergiftet? Ah, lol, ich hab die vergiftet, oder? Oder was sind das für Viecher denn hier? Oder? Weiß ich nicht. Ich muss hier aber noch weitermachen. Das war die Fraktion, oder? Das war das hier anheften. Was muss man da noch machen? Zertrümmere, bla bla. Okay, lass nochmal reintun. Oder? Nee. Sammle die Trinkschläuche der Verlorenen ein. Aber wo sind die denn? Wo sind denn die? Hier oder was? Nee, oder? Die Trinkschläuche, was ist denn das? Das wird erstmal mitergattert hier. Drachenatem. Eine der coolsten Blumen hier. Drachenatem. Finde ich wirklich cool. Dass diese Dinger hier. Nee. Sammle Trink. Hä, was muss ich denn da aufsammeln, Mann? Was für Trinkschläuche? Kann ich mal da hinten gucken, was sie damit meinen? Vielleicht hier irgendwo etwas. Eins von acht habe ich so weit gesammelt. Muss ich die kaputt machen oder was? Verstehe ich nicht. Hi, Bekira. Vielleicht die Dinger hier kaputt machen. Ah, ich glaube... Hä? Verstehe ich nicht, aber was ich hier machen muss. Weil ich verstehe das. Ah, doch, hier. Ah! Diese Wasserbeutelchen. 3 von 8. Ja gut, dann ist ja alles klar. Oh, guck. Cool, cool, cool. Provokationskiste. Nein, Profianskiste. Mist, mein Dings ist gleich voll, Mann. Nein, der macht den kaputt. Aber wie ist das denn, wenn der das jetzt... Ah, okay, dann ist es... Man muss einmal anhitten, dann passt das ja, okay. Ah, trotzdem frage ich mich, wie lange diese Spawnzeiten von den Kisten hier betragen. Das ist die nächste Frage, Leute. Aber schaut, manchmal mache ich schon viel Damage mit dem. Hier. Wie gesagt, Leute, nehmt immer diese Vorratskisten. Immer. Das ist einfach. Schaut mal. 10 Obsidiansalz. Einmal 10-mal Obsidiansalz auf den Nacken oben drauf. Einfach so, Alter. Müsst ihr nichts kaufen. Müsst ihr nicht extra craften. Nein, der macht den gleich kaputt. Einfach anhitten. Na, hab ich denn? Nee. Man muss tatsächlich noch Damage machen, ne? Schaut mal, ich habe hier nicht mal Damage gemacht. Hier müsste ein... Da hinten. Bagheera ist das. Bagheera, 73. Bagheera, hallo. Bagheera, hallo. Hi. Dann nicht. Wahrscheinlich schüchtern. Aha, das ist... Ach mein Gott, ey, das war ja blöd hier. Hallo, was ist denn hier los? So, jetzt gibt's aber hier Ärger. Habe ich nicht bekommen, schade. Mist! Wie süchtig kann man sein? Ich will's haben. Meine Güte, irgendwie stresst mich das ein bisschen, wenn so ein Random hier neben mir so questet. Okay. Gut, das haben wir fertig. Das ist, ja, wieder mal am Arsch der Welt. Aber wir gehen hier jetzt weiter. Und zwar Richtung... Moment. Bin ich hier richtig? Nein. Natürlich nicht. Wir müssen Richtung dahin gehen. So, wir schauen nochmal, ob das jetzt soweit stimmt. Ach komm schon, geh doch da hoch. Nein, will er nicht. Viel zu viele Steine im Weg. Das ist dann... Ja, muss ich... Ja Leute, manchmal verstehe ich das auch nicht, ey. Ob man etwas genau abgeben muss oder nicht, ey.
Aber ich denke, ich gebe das mal ab, dann gehe ich zu dem nächsten Quest. Das meine ich. Manchmal weiß man aber nicht. Weil alles durcheinander hier ist. Komplett durcheinander. Seelenzacke. Seelenzacke. Let's go. Seelen. Zacke. Oh, Magnetkocher hier, Kristall. Hab zwar nicht gesehen, genau was das war. Konnte ich nicht lesen. Aber irgendetwas Saftiges hat es gedroppt. So, wenn ich jetzt überlege, wo ich bin, weiß ich nicht, wo ich war. Hä? Warte mal, war ich hier schon mal? Ja, doch, schon. Ja, Mann, ich... Ah ja, genau, das war doch da, wo ich diese Steinchen farmen wollte, aber es hat nicht geklappt, wo ich meinte, was das alles Mögliche nach jedem aussieht, aber halt nicht das, was man farmen kann. Ja, hat zwar wahrscheinlich gar keinen Sinn ergeben, was ich gerade gesagt habe, aber egal. Truthahn kann man auch noch mitnehmen. Let's go! Nice, Level 34. Oh, ich will doch keine Nebenquests mehr annehmen, Leute. Ich habe also so eine Krankheit, dass ich einfach immer annehme und akzeptiere. Das brauche ich ja alles nicht. Kann man alles zerlegen. Weg, 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 weg. So. Oh, Jesus Christ. Wir machen jetzt einmal hier 3 Punkte zuweisen, Stärke. Ah, schade, Mann. Ich muss hier den zweiten Slot freischalten. So, ich bin gleich wieder da, meine lieben Freunde, denn ich muss mir was zu trinken holen. Bis gleich. Ich lasse das mal so stehen, aber ich beeile mich auch.
Hallo, ich bin wieder da. Genau, gut, in live ist es ein bisschen blöd, aber, naja, wenn man halt Durst hat, kann man sich holen. Aber, wenn ihr das zum Beispiel, mein Live jetzt danach schaut, nach dem Livestream, einfach vorspulen. Spult einfach vor, wo ich mich so wieder bewege und aus diesem Menü einmal rausgehe, könnt ihr einmal vorspulen ein bisschen, dann geht das Let's Play weiter. Damit ihr Bescheid wisst. Das ist jetzt ein neues Gebiet? Ne, das ist dasselbe Gebiet. Oh, merkt man, dass ich aus der Puste bin. Gelaufen gerade. Keine Ahnung was. Ja gut, dann machen wir das jetzt hier weiter. Ah. Oh, da ist jemand? Da ist jemand? Der farmt irgendetwas dort hinten, glaube ich. Ich habe doch gerade einen hier gesehen, oder nicht? Ah, komm, nehmen wir diesen Krokodil mit. Hier, komm, der Croak. Ist aber Silber. Was bedeutet Silber? Dass sie stärker sind oder dass sie Fertigkeiten haben oder lassen die etwas fallen oder droppen? Ja gut, Salzwasser, Alligator. Oh nein, mein Atem. Nö, nichts Besonderes. Naja, wahrscheinlich selten oder so. Das kann auch durchaus sein. Oh, dieses Überwasserlaufen, das ist immer so langsam, ey. So, schaut mal. Wir sind jetzt an diesem komischen Tempel. Wir decken den wahrscheinlich jetzt auf, oder? Oder auch nicht. Doch, habe ich ja gesagt. Was benötigen wir hier, meine Lieben? So, das ist jetzt... Sammle Knochenproben. Okay. Wie viele denn? Ach, daneben, ey. Sieht man nicht. Mist! Was ist das denn hier? Viel zu viele Nebengeschichten. Wo ist das? Ist das hier? Irgendwo muss das doch sein. Na, hier, anheften. Okay. Dann müsste das jetzt... Ja, das ist es. 4 von 6, ja. So, let's go. Da, nice, nice, nice. Und noch eine schöne, saftige Vorratskiste für uns. Ne, das ist eine Ahnenkiste. Das ist ja ein bisschen anders. Ja, Kiste der Ahnen, genau. Wachposten, Insignien, Eisen. Okay. Mir sagt das zwar nichts, aber... Naja, gut, dann gehen wir jetzt zu der Nummer 4. Oh, da ist Eisen, Eisenvorrat. Eisen, 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 Eisen. Nee, das ist Silber sogar. Silber nehmen wir immer gerne mit. Immer mitnehmen, Leute, immer mitnehmen. Ah, das ist aber blöd. Hi, 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 hello, hallo, hi, hi. Wie geht's dir? Hi, are you fine? Don't suicide, please, don't, don't, don't. No! Hat keinen Bock mehr gehabt. Ich halte diesen Druck nicht mehr aus. Einfach runtergesprungen. Ja, wo sind denn die? Ist das Eisen oder? Na, das ist Eisenerzvorkommen. Ja, egal. Eisenerz A, da kann man auch super mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Auf was ich aber wirklich so Bock habe, ne, ist, kann ich euch zeigen. Und zwar. Fähigkeiten, Bergbau. Hä? Wait a minute. Ach, hier ist es doch. Ab Level 70 kann man dann diese Goldader aufspüren. Das wird dann oben so, wie ihr seht, so, dass diese kleine Bröckchen über diese Map, ne? Wird das dann soweit angezeigt. So wie Öl zum Beispiel, voll selten. Ich hatte so selten hier Öl gehabt, ne? Richtig selten. Und das möchte ich halt mit Gold. Ab Level 70 muss ich ein bisschen hier tatsächlich meinen Bergbau aufwerten. Ab 70 wird das dann oben auf der Karte angezeigt. Von, ja, noch 9 Levels, also muss ich mal ein bisschen spurten. Aber ich möchte wirklich erstmal Level bzw. Questen. Ja, aber ich muss schon... Ich denke, diese Goldbahn kann man dann später...
gut verkaufen oder für craften braucht man die, ne? Ja, ich denke schon. Ja, ich denke mal so schnell wie möglich auf... Boah, aber schaut mal, nur 100 und so langsam. Ja gut, in diesem Gebiet habe ich die Sammelgeschwindigkeit gar nicht mal so oben. Ja, diese Viecher muss man mit Bogen farmen, ey. Die laufen immer weg. Na gut. Oh, was war das denn? Die Bärchen. Naja, egal. Hä? Abgeerntet. Ja gut, das, ich finde es schon geil, dass man selbstständig hier farmen kann. Ich denke, ihr spart trotzdem so viel Geld, wenn ihr das alles alleine macht, ne? Aber ich glaube, irgendwann hat man auch wirklich gar keinen Bock, alleine das alles zu machen. Deswegen geht man zum Markt und holt man sich das, ne? Was ist denn hier passiert? 4000 Holz, okay. Ja, dass man halt keinen Bock mehr hat und sich so denkt, ja komm, jetzt möchte ich aber kaufen, kein Bock jetzt farmen gehen, ne? Kann man verstehen, jeder macht halt Win-Win. Diejenigen, die farmen, bekommen Geld und diejenigen, die keinen Bock haben zu farmen, ne, sparen sich Zeit. Jeder hat was draus, ne? Let's go. Ja, die Waffe ist schon saftig, schaut mal, die ist saftig, lecker, schmecker, ey. Wenn ich mal treffen würde, so jetzt. Haben wir fertig, okay. Die Kiste der Ahnen nehmen wir mit. Sandpapier, Obsidian, okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt müssen wir mal nach da unten hin. Auch da, oben. Seht ihr hier, wo Einhorn steht, habt ihr jetzt auf der Map, ganz oben, wenn ich so mich hin und her drehe, ist so Silber, so ein silberner Steinchen. Das ist die Silberader. Die werde ich definitiv mitnehmen. Da, seht ihr? Da ist sie. Aber sofort hin, da. Und das passiert auch, wenn ihr Level 70 seid im Bergbau, mit der Goldader. Kleiner Quarzkristall. Schaut mal, beschädigte Amethyst. Oha! Doch, das hat sich aber gelohnt gerade. Oh, der erste, der war wirklich schmackhaft. Der war echt schmackhaft, Leute. Ah, nur Silbererz, aber besser als nichts, ne? Gut, dann gehen wir nochmal hier hin und dann gehen wir hier runter, abgeben. Ah, ne, das geht ja nicht mehr, das ist ja schon fertig. Das war die Fraktionsquest, die orangene Fraktionsquest. Ich muss tatsächlich zum Lager. Die ganzen Sachen muss ich jetzt mal abgeben, denn wenn ich die jetzt nicht abgebe, kann ich leider nicht mehr reisen, richtig. Und eine Tragetasche muss ich mir auch noch irgendwie erkaufen. Ja, den nehme ich noch mit, komm. Tut mir leid für dich, aber du bringst mir Gold irgendwann oder craften. Bei den Viechern hat man auch eine gewisse Drop-Chance, irgendwelche Augen zu bekommen oder Pfoten und sowas alles, ne? Das ist... Ich weiß nicht, ob das so krass selten ist, aber bislang hatte ich nur, ja, ungelogen, vielleicht 10 solche Drops gehabt, ne? Aber eine Hasenpforte habe ich mal bekommen von einem Hasen. Tatsächlich ist lila gewesen. Dann von gewissen Wölfen, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Aber aus gewissen Wölfen habe ich solche Drops erhalten. Was ist denn hier los? Hä? Hä? Was ist denn hier? Ah, das ist da hinten. Was ist denn da? Ah. Hä? Warum zeigt das mir denn nicht Meine Großtante hat immer gesagt, dass Leber gesund. Kann man die Steinchen nicht rauscraften? Der könnte besser sein. Wenn ja, war ich eigentlich voll dumm, ne? Ich hab die so immer zerlegt. Ah, ich will doch keine Nebenquests mehr. Was ist denn da los, ey? Ja, komm, ich geh das mal entdecken da. Habe ich noch nicht entdeckt. Was ist denn da los, ey? Ah, dieser Syndikat, ne? Diese Quest. Was ist denn die 1? Was für... Hä? Ja, keine Ahnung. Ich bin Level aufgestiegen bei den Maradeuren, ne? Also ich bin jetzt Maradeur in der Fraktion. Gladiator, ich denke, das passt gut zum Tank und so. Da bin ich jetzt ein Level aufgestiegen.
So. Lasse ich aber nur aufgedeckt, mir auch nicht. Dann laufe ich wieder nach dahin. Ich bin mal so ein Perfektionist, der möchte einfach alles hier aufgedeckt haben. Ja, das triggert mich schon wieder, weil da ein Fragezeichen ist. Unentdeckte Landmarke. Gefällt mir nicht, ey. Naja, egal. Ah, schaut mal. Puh, 296. Ich muss mal gucken. Schwert. 320. Ich weiß nicht, ob man diese Dinge entcraften kann, die Steinchen. Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal so lange noch drin. Vielleicht muss ich mal schauen irgendwo später. Nee, ich darf leider nichts mehr farmen. Leider, leider nicht. Aber ich könnte doch mich gleich in die City teleportieren, denn... Moment, ich muss doch hier hin, schaut mal. Oh Junge, nerv mich doch nicht. Ja, jetzt kaufst du ab, oder was? So. Behandelte Hortense. Aha. Davon brauche ich 5. So, hier haben wir noch einen. Haben wir hier noch was? Ah, ich kann die Dinger nicht looten, Alter. Ich kann nicht. 296,8. Das kann ich leider nicht looten, ey. Diese Kisten hier drin. Ah, zum Glück sind hier keine. Jetzt würde ich schlechtes Gewissen bekommen, dass ich die nicht gelootet habe. Kennt ihr das? Oh, Junge, komm. Gehen Sie mal bitte weg hier. So, dankeschön. Okay, let's go. Noch einen. Da hinten haben wir noch den letzten. Saftig, saftig. So, let's go. Behandelte Hornisse. Keine Ahnung, ob das die Hornisse war. Schaut mal, jetzt muss ich wieder am Stall hinlaufen, hindackeln. Aber das ist ganz normal, ne? Oh, ich muss den aber hier enthäuten. Zerhäuten, zerfleischen. 296,8, bitte nicht. Nein, das gibt's doch. Hey, wieso so viel? Ja, Leute, dann muss ich jetzt leider das zerlegen. Wieso? Schade, 298. Jetzt konnte ich halt nicht gucken, ob man diese Steinchen entsockeln kann. Das ist eine gute Frage, oder? Naja. Och nö, schon wieder. Abschließen. Ich nehme hier keine Nebenquest mehr an. Ach, hau ab, Alter, gar keinen Bock. Kann ich halt. Ich kann es einfach nicht annehmen. Was soll ich machen? Es ist alles full hier, Leute. Alles full, da. Ich muss jetzt leider, leider, leider hier abbrechen. Und tatsächlich... Gruppensuche? Nein. Nach hierhin muss ich mich jetzt hinteleportieren. So, let's go. Und danach den grünen Quest soweit abgeben. Also das Erwachen des... Ach so, das ist es. Okay, das Erwachen des Azots. Das werde ich dann gleich soweit freischalten. Okay, let's go. So, ein Schlückchen Wasser. So, lecker Schmecker, let's go. Wir gehen jetzt mal alles verstauen, hier rechts rein. In den Lagerschuppen von The New World. Und legen das erstmal alles hier ab. Kochkunst brauchen wir nicht. Herstellungs brauchen wir nicht. Rohstoffe brauchen wir nicht. Alles kann man hier verstauen. Ist aber auch leider gleich voll alles. Leider, leider. Das weg. Oh nee, das ist schon voll. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ich muss hier craften. Ich muss dann hier craften. Leute, ich muss craften. Naja, gut. Da seht ihr, jetzt seid ihr tatsächlich gezwungen, hier zu craften. Weil hier einfach alles voll ist. Das meinte ich. Hier zum Beispiel behandelter Zahn. Das bekommt ihr von den ganzen Tieren. Ne? Tierzahn wird mit Azot behandelt. Oder makellose Wolfskrale. Das habe ich auch gedroppt hier. So, wir schauen einmal, was wir noch machen. Und zwar craften, craften, craften. So, Leute, einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Wie gesagt, in Live ist ein bisschen blöd, aber hier. So,
Ihr könnt gleich, also wenn ihr jetzt nicht mehr live seid, einfach ab hier wieder skippen, wenn ich mich bewege. Ich bin gleich wieder da. Hallo, 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 hallo. Hier bin ich wieder. So, wir machen weiter und zwar craften. Ich muss dann gleich leider weg in 30 Minuten. Aber wie gesagt, ich werde dann heute wieder streamen. So ist es ja nicht. Also komplett weg bin ich nicht. Also auf jeden Fall, wir müssen heute einkaufen, damit ihr Bescheid wisst. So, und zwar exquisite... exquisiter Geschenkestapel. Lecker. Das könnt ihr aber auch in jeder City abholen. Das ist nicht nur einmal, ne? In jeder Stadt könnt ihr diesen Dings hier abholen. Schaut mal, hier bekommt ihr saftig Silber. Ja, apropos Silberbahn. Ich war ein bisschen blöd, ne? Also man kann doch hier Sachen craften, indem man... Passt auf hier. Ich muss es euch zeigen. In erklären bin ich ein bisschen schlecht, Alter. So, passt auf, was ich meine. Ihr könnt täglich so Sachen craften, die eine Abklingzeit haben von 16 Stunden. Das heißt, ich empfehle euch tatsächlich, solche Sachen, wenn ihr immer farmt, herzustellen, denn ihr benötigt die jederzeit immer wieder halt. Ne? Zum Beispiel hier, Zornsfell. Das könnt ihr craften und nur 10 Stück. Pro 16 Stunden. Hier steht das. Ich weiß jetzt nicht. Ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir machen das fertig. Wir haben jetzt 1703 Rohleder. Machen wir fertig. Genau, 10 Stück. Abklingzeit 23 Stunden. Das meine ich. Also ein ganzer Tag. Das macht ihr fertig. Das Gute daran ist, ihr craftet das. Dann bekommt ihr 4500 Lederverarbeitung dazu. Levelt eure Dings auf. Eure Werkstatt. Und ihr habt noch plus dann, wie gesagt, das verarbeitet. Und habt Zornfell für die nächste Zeit. Beziehungsweise einfach mal im Lager liegen, wenn ihr mal braucht. Ne? Das ist geil. Ja, das ist halt so eine Sache. Irgendwann müsst ihr tatsächlich hier Schattenfell zum Beispiel. Das müsst ihr jedes Mal dann craften. Und das hat immer 23 Stunden beziehungsweise 24 Stunden Abklingzeit. Immer mitnehmen. Aber so lange, beziehungsweise so weit bin ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass man das machen muss auf jeden Fall. Damit man da nichts vergeudet. Das ist halt die Spielmechanik, nicht hier drin. So wie hier. Schattentuch. Das braucht man. Ja, die Fasern, das kostet mich so viel, Alter. Ah.
Ja, komm, ich brauch's halt, ne? Ich muss machen. Schattentuch ist sehr wichtig, ne? Hier schon 43, das ist geil. Genau, wo ihr craftet, ne? In dieser Lager, zum Beispiel bei diesem in Immerfell, ne? Was ist das? Immerfell, genau. Wenn ihr hier zum Beispiel craftet und, Moment. Dann nehmt diese Ressourcen, diese Ressourcen werden automatisch nur aus diesem Lager genommen. Die anderen Ressourcen bleiben unberührt. Versteht, was ich meine? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier drin seid, in diesem Gebiet hier, also hier, bei, bla bla, immer voll hier und euer Lager hier voll ist, ne? Und ihr craftet hier, wird nur hier alles entleert und soweit gecraftet. Wenn ihr hier nach Königsfels geht, ne, in die City und hier craftet, werden dann die Sachen nur aus diesem Lager rausgenommen. Nur von Königsfels. Also von Pride when Kleinstadt. Dann hier wäre es dann zum Beispiel Oxborn Hauptstadt. Nur von da aus. Ich denke mal, das habt ihr verstanden. Also, ich bin nicht gut im Erklären, aber egal halt. Egal. So, dann gehen wir mal hier hin. Da ist irgendetwas. Da ist ein komischer Dude, der möchte was von mir. Let's go. Sei mir gegrüßt, Marodeursgenosse. Hä? Niemals aufgeben. Und letztlich werden wir siegen. Was muss ich denn hier machen, Alter? Wartet mal kurz. Also, irgendwas. Erlange Fraktionsansehen, um dich der Prüfung für den nächsten Rang zu stellen. Ah, ich muss es ja so oder so nehmen, ne? PvP. Oh, nee. Geht mal weg mit PvP, Leute, Alter. Nee, wenn dann das ist, okay, aber PvP never, Alter. Never. Wir gehen einmal hier saftig alles abladen. Da, 944. Wurde alles von hier rausgenommen. Vom Craften aus her. Schade. Mist. Einfach viel zu voll alles. Ja, komm, dann machen wir hier schon mal alles entleeren. Steinbock, ja, die Steine. Aber guckt mal hier, haben wir noch irgendwas mit Abklingzeit? Nee, leider. Doch hier. Aber mit Stufe 50. Ich bin nicht hier für den Rang oder Stufe 43. Da muss ich was machen. Aha. Aha, schaut mal. Die Dinger kann man ja hier auch noch craften. Beschädigter Mondstein. Mhm. Ja, das ist ja cool. Entzünden 1. Die Sachen kann man dann später craften für gewisse Skills. Ich hab ein Katzenheim und Alter. Okay. Schlüssel. Ewiges Herz. Was braucht man das denn? Ein Herz des Lebens und Todesenergie enthält. Mit diesem Gegenstand kann man eine Stimmkugel herstellen, die den Zugang zur Prüfung ermöglicht. Okay. Ja, komm, machen wir trotzdem alles hier ready. Auf 50 bringen. Schaffe ich das? 2400? Ja, perfekt. 7 Levels. Ihr seht hier, schaut, zack, Stufe 50. Und hier werden dann hier in dieser Steinkunst so Sachen freigeschaltet. Geschliffener Smaragd, geschliffener Aquarin. Das erinnert mich irgendwie an Diablo. Da, Stufe 50. Das Coole ist, man kann dann diese Sachen... Aha. Ja gut, Runenstein, das habe ich ja noch nie gesehen. Legendär. Noch nie gesehen, noch nie. Gut, dann gehen wir einmal hier zu den Waffen, Werkstatt. Ja, Feuerstein, Eisen. Die nächste. Ich benötige tatsächlich jetzt mal die nächsten Dinger, damit ich ein bisschen schneller hier abbauen kann, die Ressourcen. Und die Frage ist, wo sind denn die? Aus Stahl, oder? Aha, Werkstatt Rang 2, Ingenieurkunststufe 50. Ich bin jetzt tatsächlich jetzt keine 50. Was bin ich denn hier? Wo sieht man das nochmal? Oh ja, moin. Stufe 11 gerade mal. Ja, aber
Guckt mal, Feeneisen, das benötigt man alles. Hier, versteinertes Holz, ne? Zornsfell. Und diese Sachen benötigt ihr dann später, um vernünftig craften zu können. Wenn ihr hier zum Beispiel, was ich meine, das mit der Abklingzeit. Das benötigt ihr zum Herstellen von den ganzen Sachen da. Moment. Eisenerz, Unheilsmetall. Silberbahn, Silbererz. Eisenerz, Eisenbahn, Eisenerz. Ja, das ist jetzt wieder so eine Frage. Was soll ich denn da machen? Gold zu Silber abwerten. Schaut mal. Kann man auch... Boah, das ist schon krass, oder? Orchial zum... Kann man auch... Lol, was sind das denn für Dinge, Alter? Ja, aber schaut mal. Ich werde dann hier Eisenerz... Ja, machen wir 5 von denen, ne? Unheilsmetall. Boah, 19.000 Schmelzen. Lol. Level 62. Habe ich da was freigeschaltet? Schwefel, cool. Was heißt das? Was heißt das für ein Schwefel? Da, Stufe 60. Wir können tatsächlich jetzt Schwefel machen, ne? Das ist cool, Leute. Aha, dann das Abwerten brauchen wir nicht. Dann machen wir viel Holzkohle brauchen wir nicht. Ah, das ist Premier. Cool. Frischholz. Und Feeneisen einmal. Und dann haben wir eigentlich genug diese Bonusdinger hergestellt. Silberbahn. Da haben wir aber genug. Eisenerz, okay. Oh! Wir brauchen dann Silbererz und dazu craften wir Eisenerz. Nee, Moment. Nee, das nicht. Nee, dann machen wir Silberbahn fertig. Silbererz, Eisenbahn brauchen wir nicht da. Silberbahn. Silbererz und Silberbahn. Machen wir mal genau saftig. 294 Stück. 105k, Alter. Krass. Level 66. Verlassen. Da hätte er nichts freigeschaltet, aber fehlte 300 Gegenstände. Das ist jetzt ein Bonus jetzt hier. Holzkohle. Nee, das machen wir nicht. Denn wir müssen einmal hier rüber gehen. Hier sind wir Waffenschmiede Stufe 3, ey. Das ist schon ein bisschen low, ey. Ich würde zwar was craften, aber... Ich brauche hier nichts aus der Schmiede. Theoretisch gesehen muss ich noch einmal... Hier war das genau. In die Sägewerke muss ich mal hin. Holzwerkstatt. Da, das meine ich. Genau, hier habt ihr es. Bestes Beispiel. Versteinertes Holz oder Flüsterholz. Oder war das versteinert? Ich weiß nicht mehr, ob das richtig war. Egal, auf jeden Fall. Das benötigt dann später für andere Sachen zu craften zu können. Machen wir 4 Stück von... 15k, Alter. 4, nicht schlecht, ey. Was habe ich jetzt freigeschaltet? Nichts. Nichts freigeschaltet. Na, das war jetzt aber ein bisschen blöd hier. Bauholz machen wir auch fresh, also das brauchen wir immer. Bauholz benötigt man tatsächlich für Siedlungsquests, glaube ich, war das. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Rohholz, nice, nice, nice. Sandpapier, ich denke mal. Hier Bauholz braucht man so oder so dann dafür. Das ist ja, ja, komm, machen wir 9 Stück fertig hier. So, das haben wir jetzt soweit ausgeschöpft. Rohholz zu Bauholz. Guckt mal. Man kann immer downgraden. Das finde ich auch geil. Also, wir machen alles komplett leer hier. Komplett. Na komm, einmal hier. Damit wir einmal Holzkohle haben. So, das ist auch alles schön ausgeschöpft. Hier brauchen wir nichts.
So, dann gehen wir einmal hier hin und machen die restlichen Sachen fresh. Nee, doch. Schauen wir, was können wir hier machen. Tuch, nee. Leider, blödes Beispiel, aber... Ach, schaut mal, ich kann tatsächlich hier so Sachen aufwerten, beziehungsweise fädeln, weil ich diese Sachen hier gefunden habe. Oh, da guck mal, wie viel Besonderheiten man so einfügen kann hier. Cool, Alter, cool. Da, das brauche ich auch Stahl. Da, Flüsterholz, das meinte ich, das brauchen wir. Mann. Metallrang 3. Metallrang 3, was bedeutet das? Unheilsmetall. Gut, dass ich das jetzt so weit erstellt habe und gut, dass ich so wenige Ressourcen habe. Und das meine ich. Und dann habt ihr jederzeit 24 Stunden Abklingzeit, wenn ihr pro Tag das nicht ausschöpft, fehlt euch einfach sowas. Fehlt euch dann zum Craften. Am besten täglich das machen, damit ihr immer das ausgeschöpft habt und halt die Sachen gecraftet habt. Na, Steingedöns. Ich mach's einfach, was soll ich machen? Ja, also 17 Stück kann ich ja machen noch, Steinbrocken. Steinziegel. Ich weiß zwar nicht, für was ich das genau brauche, aber egal, einfach machen. So, und haben wir denn jetzt genau hier? Schaut mal. Schön gecraftet. Schmelzen weg. Genau, wir brauchen noch, was war das nochmal? Sag schon. Stimmt, hier, Taschenplatz brauchen wir. So, gehen wir gleich gucken. Bevor wir hingehen, gehen wir nochmal hier zur Kochstelle, um zu schauen, ob da alles soweit fresh ist, ob wir was kochen können oder ein bisschen aufwerten können. Das ist auch eine gute Möglichkeit, mal hier Punkte zu farmen, ein bisschen aufleveln. So. Macht ihr das auch immer so mit der Karte aufmachen, dass ihr einfach immer so verpeilt seid und wisst nicht, wo ihr steht und seid? So, was ist denn hier los? Handschuhe. Aber wozu braucht man das denn? Ja, sowas ist cool, Alter. Mit den Besonderheiten kann man auch schön craften. Geil, Alter. Das haben wir. Okay, dann einmal zu der Kochstelle. Oh, guckt euch mal an, was wir... Boah. Nee, mit dem Kochen muss man wirklich aufpassen. Muskat und so weiter. Mit diesem Kochen muss man wirklich aufpassen, denn die Ressourcen benötigt man auch, wenn ihr zum Beispiel, wie gesagt, Stadtquests erledigt. Das heißt, wie heißt das denn genau? Moment. Ziele. Wie heißen die denn? Stadtprojekte, genau. Man braucht ja manchmal so Kochdinger und ja, wenn ihr verballert, dann habt ihr es halt weniger, ne? Dann könnt ihr das nicht abgeben, müsst ihr wieder farmen gehen. Beim Kochen würde ich dann aufpassen. Hier haben wir noch Leinen, machen wir noch Fresh hier. Komm, let's go, 4-mal oder 6-mal. So nice. Und beim Wildlederverarbeitung, aber da haben wir soweit alles schon fertig. Na nee. Raus, Leder. Guckt mal, eigentlich habe ich hier genug. Dann müssen wir auf Stufe 50 kommen. Stufe 44, da machen wir raus, Leder, fresh. Machen wir 150. Die Hälfte. So herstellen. Da sind wir safe, wahrscheinlich auf 50 safe, oder? Lederverarbeitung auf Stufe 51. Da Schuppenhaut. Was ist das? Resonfell? Was? Grobes Leder? Blabla. Okay, hey, gar nichts mitbekommen. Grobes Leder. Ah, jo. Die Abklingzeit-Dinger brauchen wir. Schaut mal. Rohleder. 100. Schattenfell. Ja, schaut mal. Wir machen so. Einmal drei von denen hier. So. Herstellen. 15.000, Alter. Drei von denen. Und drei von denen.
Oh, 15.000. Das hat geschmeckt. 65, Alter. Oh, lol. Hä? Und nichts freigeschaltet? Die nächste wäre... Ja, ab 100, okay. Aber schaut mal, hier bin ich auch schon fast fertig. Mit bis Level 200. Das ist schon krass, oder? Hat sich ja gelohnt zu sammeln und zu craften. Wo ist der... Okay, dann gehen wir jetzt einmal handeln. Beziehungsweise wir tun die ganzen Sachen in unseren Schuppen. Und dann können wir die Dinger da abkaufen, beziehungsweise, ja, 32, ah, schön leer geworden, das ist gut. Schön aufgewertet, alles abgegradet, schön. Okay, das nehmen wir oder machen noch auf. Was habe ich denn da bekommen, habe ich das, nee, habe ich nicht, cool. So, wie heißen die komischen Taschen hier? Einfach Umhängetasche oder was? Umhängetasche, schauen wir mal. Umhänge. Da haben wir es. Boah, was ist das? Lol. Hä? Hä? Kann ich nicht? Ab Stufe 60. Umhängetasche. Was ist denn hier? Was ist denn 4? Kann man auch nicht, ne? Ab Stufe 50. Stufe 3. Oh, das kann man. Ab Stufe 18. Nicht deren Ernst, oder? Was? Warum kostet das so viel? 1350. Hä? Wieso? Holzfällerbürde verringert das Gewicht von Holz. Bauholz und Holzfäller-Äxten um 7,5%. Mhm. Und du kannst 71 mehr Gewicht tragen. Aha. Und wieso sind die teurer als die anderen? Wenn du du kannst 76 mehr Gewicht tragen. Wenn du Azot bekommst, erhältst du 4,1% mehr Azot. Wieso das? Du kannst 75% mehr verkaufen. Ich habe ein paar Sachen so reingestellt. Ich weiß nicht, ob die meine Aufträge, ob die jetzt verkauft worden sind oder nicht. Nee, möchte keiner haben. Egal. Was kostet das denn hier? Aber nur so viel? 0,001? Ist ja nichts. Und das hier? 3 Gold. Drachenfischkiefer kostet nur... Hä, so wenig? Eisenbahn. Ja gut, 0,66. Das ist ja blöd, Leute. Fauliger da, 50 Silber, Feeneisen, fast ein Gold. Da, das meinte ich, diese komischen Partikel, die ihr aufsammelt. Bringt euch komplett so viel Geld. Pff, krass, 1,31 Feuerpartikel. Da beim Angel Fisch dran, 0,15. Das könnt ihr auch farmen. Wo, was meinte ich? Ich habe doch... Moment, wo war das denn? Was ich euch gesagt habe, diese komischen Lebensdinger da. Das ist, glaube ich, hier. Zeige ich euch kurz. Wo war das denn jetzt? Ich glaube, das war das. Ja, Drachen. Ja, das sind diese Pflanzen, die ich meine. Guckt mal. Das, ja gut, das bringt nichts, hä? Was, hä, was war denn jetzt, was viel gekostet hat? Das war, glaube ich, ich muss kurz, ja, diese Partikel hier, ja, das meine ich ja, 1,39. Das bringt euch viel Geld. Was ist denn das? Flüsterholz, ah, das ist das, was ich, really? Du hast 24 Stunden Abklingzeit, ne, für 10 Stück.
Und dann kannst du hier einfach für 2,5 Gold 10 Stück kaufen. Das ist aber ein Schnapper, beziehungsweise für 2 Gold. Ja, Goldbahn 1,5, das ist ja nichts. Da, Lebensblütentrunk, das meine ich, 1,36. Farmen. Und dann bekommt ihr hier 1,36 Gold für ein so ein Ding. Oder ein Gold, Richtwert. Da, Lebenspartikel. Richtwert, ein Gold, Leute. Ein Gold, einfach so. Lebenspartikel. Da, Luftpartikel, die Partikel, die ihr farmen könnt. Ein Gold. Richtwert, ein Gold. Ja, Nüsse, keine Ahnung, habe ich nicht geachtet. Ja, das weiß ich nicht. Pff, 7 Gold, das Ding, fast 8 Gold. Ja, hier raus, Leder. Meine Güte, da bekommt ihr so viel Gold von. Einfach ein bisschen farmen gehen, ey. Krass. Rohholz. Ja, das geht noch, Alter. Ah, so ein kleines, das kleine Vieh macht aus. Und das ist nur das eine Lager von mir, Leute. Wenn ich alles verticken würde, ne? Ich würde hier locker wahrscheinlich 1000 Gold bekommen, ne? Locker. Da, diese Partikel, ne, hier, das hier zum Beispiel. 94, Alter, Seelenpartikel. Ich hab, sag mal, 100 Stück, ne, einfach so 100 Stück. Das wären einfach saftig hier 2000 Gold. Ungefähr 2000 Gold würde ich das verkaufen, 2000. Sag mal 1500 Gold, einfach so, nur weil ich hier ein bisschen gefarmt habe. Das ein Gold. Amına koyduğum kulağımı siktin. Ne, das ist krass. Ja gut. Yeah, you're playing really good, man. Das kann man hier auf jeden Fall, wenn ihr jetzt beispielsweise alles Mögliche hier abfarmt, könnt ihr hier sehr viel verkaufen. Was macht er da? Gut. So, meine lieben Freunde, also, es wird wohl nichts mit deiner Tasche, aber Leder, mal schauen, was kostet das? Ihr habt gesehen, 1500 Gold, Beispiel, ne, das war ein Beispiel. Das kann man doch in der Lederveredelung doch, Lederveredelung war das, ne? Oh, es leckt ein bisschen. Das war hier. Taschen. So, wo haben wir Taschen? So, Tasche. Nee. Beuten. Wie heißt das denn, Alter? Leute, wie heißt das denn hier? Doch, das ist eine Tasche, aber woher? Ledertasche. Das kann doch nicht sein. Das kann man doch hier irgendwo craften, oder ist es jetzt... Und kann man diese blöde Tasche craften? Wo macht man das denn? Hier, Webstuhl oder was? Wir gehen ganz kurz mal... Also ne, 1500 oder 1000 ist mir viel zu viel. Das kostet zu viel Geld. Tasche? Nee, auch nicht. So, gehen wir kurz... Hier ist es nicht bei der Weberei. Vielleicht da hinten? Kann man keine Taschen craften? Doch, wahrscheinlich hier, oder? Tasche? Auch nicht. Das gibt es doch nicht. Wo sind denn die Taschen? Kann man keine Taschen craften? Wir gehen nochmal hier hoch, einmal kurz gucken, ob da irgendwie Taschen craftbar sind. Oh, ich mit meiner Map, Alter. So, hier. Das kann doch nicht sein, dass man hier keine Taschen craften kann. Hier? Tasche? Nee. Ah, vielleicht Beutel. Beutel. Nee, das ist eine Tasche. Kann man machen, was ihr wollt, ey. Das ist eine Tasche. Vielleicht hier? Auch nicht.
Aufbewahrungstruhe. Cool, man kann ja später sein eigenes Lager noch hier errichten, ne? Nee, 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 aber Moment, ich muss mal gucken. Also hier kann man es nicht. Hier auch nicht. Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es einfach nicht. Wo ist denn die Tasche hin? Nee, das ist krass. Nee, Leute, ich verstehe es nicht, warum man hier keine Taschen craften kann oder woher man jetzt Taschen herbekommt. Das ist jetzt für mich ganz, ganz fragwürdig, wo man diese blöden Dinger craften kann. Es wäre voll lieb von euch, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben könntet, wo man solche Umhängetaschen craften kann. Ja, beim Kochen wahrscheinlich eher weniger. Tasche? Nee. Aber Tomate. Ja, die Tomate gibt es hier. Cool, ey. Ja, nun, also das ist blöd. Hier gibt's halt nicht. Na. Also für mich ergibt eigentlich nur Sinn, wie gesagt, beim Lederverarbeiter. Nee, hier gibt's auch nicht. Also beim Alchemie. Beim Alchemist wahrscheinlich auch nicht, oder? Na, mal kurz gucken, vielleicht auch doch. Nee, auch nicht. Ja, wahrscheinlich nur bei dem Lederverarbeiter, aber ich habe keine Ahnung, ey. Der sagt nein. War ich hier überhaupt? Ja doch, natürlich war ich hier. Ja, nee. Es gibt einfach keine Tasche, die muss man kaufen. Man muss diese Tasche kaufen, Leute. Das gibt es doch nicht. Ich finde das nicht in Ordnung. Also, hä? Habe ich was verpasst oder wieso kann man keine Tasche kaufen? Craften, sorry. Da, Tasche. Umhängetasche. Ja, muss doch mal in Regenten. Hä, ich habe doch gerade eine Tasche gehabt. Was habe ich da? Da ist es doch. Kleidung. Ey, wollt mich doch natzen, Alter. 500 Gold für so ein... Für sowas hier? Für Stufe 6? Nee, das sehe ich nicht ein, Alter. Das ist doch viel zu teuer. Hey, nee, 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 nee. Also, vor allem hier, das ist ja voll die bodenlose Frechheit, dass das halt so teuer ist. 1300. Nee, wenn ich irgendwo finde, wo man das, wie gesagt, farmen kann, ich werde das für 1000 Gold verkaufen hier. Okay. Gut, meine lieben Freunde. Heute etwas, also jetzt etwas kürzerer Stream, aber wir sehen uns wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Freunde, dieser Livestream. Ich würde mich freuen, wenn ihr das kommentiert, mir ein paar Tipps dazu noch gebt. Hinterlasst doch gerne ein Like und abonniert mich kostenlos. Dann bin ich glücklich und ihr bekommt mehr Content. Dann weiß ich, dass es euch wenigstens gefällt. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.